Barrierefreiheit in Paderborn ist ein besonderes Thema für blinde und sehbehinderte Menschen, denn wir haben in der Stadt Paderborn circa oder knapp 600 Menschen, die von Blindheit und Sehbehinderung betroffen sind. Circa 80 Menschen sind im Sinne des Gesetzes blind. Circa 70 bis 80 Menschen sind hochgradig sehbehindert und der Rest an Menschen hat eine Sehbehinderung, die unter 30% liegt. Das heißt also, viele von diesen Menschen sind im Straßenverkehr mit vielen Hindernissen konfrontiert, weil sie einfach nicht sehen. Poller in einer Farbe, die nicht kontrastreich ist. Sehbehinderte und blinde Menschen, die mit einem Langstock unterwegs sind, die im Verkehrswesen teilnehmen, geraten auch oft in gefährliche Situationen durch nicht gekennzeichnete Bordsteine, durch flach abgesenkte, auf null abgesenkte Bordsteine, sodass man dann, wenn man mit einem Langstock unterwegs ist, nicht den Übergang zwischen einem Gehweg und einem Straßenverlauf spürt und dann ganz schnell in gefährliches Fahrwasser gerät, weil PKWs, Radfahrer, die nicht damit rechnen, einen Fußgänger dann ganz schnell auch überfahren können. Im vergangenen Jahr sind unsere Bezirksgruppen des Blinden- und Sehbehindertenvereins Westfalen angeschrieben worden, denn der DBSV, unser Regional- und Dachverband, hat initiiert, unsere Poller in den Innenstädten zu markieren. Wir fanden diese Idee wirklich sehr, sehr gut, da wir in Paderborn auch Pollerborner manchmal schon genannt werden. Und da haben wir dann uns an dieser Aktion vom Blinden- und Sehbehindertenverein hier in Paderborn sehr gerne beteiligt. Als die Grünen auf die Mietaktion aufmerksam geworden sind, haben wir daraufhin eine Anfrage im Sozialausschuss gestellt. Berücksichtigt die Stadt Normen bezüglich der Kontraste und taktilen Kennzeichnung von Pollern? Da gab uns die Verwaltung folgende Antwort. Früher hat die Stadt Poller inflationär benutzt. Seit ein, zwei Jahren vermeidet die Stadt Poller zu installieren. Außerdem installiert die Stadt nur noch Poller, die rot-weiß bzw. schwarz-weiß sind, um die Kontraste sicherzustellen, wie man hier ganz gut sehen kann. Zusätzlich haben wir gefragt, ob die Stadt Kettenpfosten aufgestellt hat. Da hat die Stadt uns folgende Antwort gegeben. Am Gierstor stehen Kettenpfosten. Diese musste die Stadt aufstellen, da die Unfallkommission der Stadt Paderborn dies beschlossen hat, da es dort vermehrt zu Unfällen kommt und die Kettenpfosten diese verhindern sollen. Aber in Bezug auf Blinde und Sehbehinderte hat die Stadt die Kettenpfosten rot-weiß gemacht, sodass Blinde und Sehbehinderte die Möglichkeit haben, diese frühzeitig zu erkennen. Wir haben ja gerade dargestellt, dass es Probleme in der Wahrnehmung gibt, wenn die Poller nicht kontrastreich gestaltet sind. Diese Poller sind relativ kontrastreich gestaltet durch die entsprechende Markierung mit schwarze und weiße Streifen. Und wenn alle Poller in dieser Form gekennzeichnet wären, wäre das ein wesentlicher Schritt in die Richtung von Barrierefreiheit, Personenschutz für blinde und sehbehinderte Menschen. Die grüne Fraktion im Stadtrat wird sich weiterhin für ein barrierefreies und inklusives Paderborn für alle einsetzen.